Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video Stretching nach dem Wandern. Natürlich kannst du das Video jederzeit machen, nicht nur nach dem Wandern. Dieses Video ist ein Wunschvideo von Tanja. Hallo und ich hoffe, es gefällt. Richte dich erst einmal auf, stell dich hüftschmal auf. Du kannst dich auch noch mal ein bisschen durchlockern und schütteln ist immer schön, gerade wenn wir uns auch so ein bisschen angestrengt haben. Das Rütteln und Schütteln aktiviert die Rezeptoren innerhalb der Faszien, macht gleich so ein bisschen wach und wieder fitter, falls du ein bisschen müde bist. Kreise auch die Schultern nach hinten, atme ganz tief ein durch die Nase und aus, streck dich, räkel dich in alle Richtungen. Nimm ruhig auch deine Beine mit, deine Handgelenke. Gähne vielleicht und spür hinein in deinen Körper, wohin würdest du dich jetzt gern noch bewegen? Vielleicht gibt es eine ganz besondere Stelle, die du jetzt bewegen und aufdehnen möchtest. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, denn jetzt bleibst du hier hüftbreit oder hüftschmal stehen. Stützt dich in den unteren Rücken, ziehst die Schultern zurück, öffne hier dein Brustbein, denn im Alltag sind wir eher nach vorne gebeugt. Also mach dich auf, streck ruhig deine Knie, atme ein und mit dem Ausatmen kommst du nach vorne, die Fingerspitzen nach innen und mach deinen Rücken so richtig schön rund. Dann nochmal den Rücken wieder gerade ziehen, gleich nach oben kommen, deine Knie strecken, dich aufrichten und nochmal wieder nach vorne, Knie beugen, Fingerspitzen nach innen, ganz rund werden. Gleich nochmal in deinem eigenen Rhythmus, generell immer in deinem Tempo, die Bewegungen ausführen. Jetzt nochmal, jetzt werde etwas größer und zwar öffnest du jetzt deine Arme und nimmst ein Bein dazu, dehn deine Wade, öffne deinen Brustkorb und atme aus, fass deine oder kreuz die Finger und mach deinen Rücken ganz rund. Nochmal öffnen und hier auch mit den Händen und Armen spielen, das heißt mal höher, mal tiefer, vielleicht sogar ganz nach oben, Dehnung wahrnehmen. Nochmal. Und ein letztes Mal noch dich aufmachen. Und jede Seite natürlich. Wenn du dann hier geöffnet warst, kommst du zurück, löst auf und schwingst jetzt ganz entspannt mal nach rechts, nach links, dass deine Beine mitgehen. Komm in eine Grätsche, dreh den Oberkörper mit und schwing wirklich ganz locker nach unten durch. Pendel dich dann zur Mitte ein, locker auspendeln, deine Hände hier aufstützen, auf den Oberschenkeln und jetzt deine Fußspitzen nach vorne zeigen lassen und geh ruhig weiter auseinander, dehn die Innenseite, vielleicht noch ein Stück, spürst du Dehnung, dann bleibst du ruhig hier jetzt. Einige Atemzüge halten.
Dann wieder zur Mitte kommen und natürlich auch zur anderen Seite. Die Innenseiten aufdehnen. Dann langsam wieder zur Mitte kommen und jetzt roll deinen Kopf nach unten ab, nimm eine Hand in die Mitte auf den Boden, Beine darfst du so weit öffnen, wie es für dich okay ist, streck die Knie, öffne den anderen Arm zur Decke, schieb dein Becken jetzt ruhig mit auf die Seite und drück dich mit der Hand weg am Boden und dreh dich ganz weit nach oben auf. Dehnung in der Rückseite, natürlich auch im Rücken. Wieder lösen, die Hand wechseln, mittig aufsetzen, Knie strecken, Hüfte schiebt auf die eine Seite und nimm den anderen Arm in Richtung Decke. Den Blick auch mitnehmen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Zur Mitte, einmal deine Fußspitzen nach außen drehen, Hände auf die Oberschenkel, Rücken rund, dann den Rücken gerade, nach vorne schauen, noch einmal ganz rund, ganz gerade. Und wenn du gerade bist, dann richte dich auf und komm an den Rand deiner Matte, denn hier geht's weiter. Die Matte ist vor dir. Und jetzt roll einfach mal deinen Kopf nach unten ab. Lass ganz entspannt deinen Oberkörper sinken, bis deine Hände, egal ob deine Knie gebeugt sind oder ob sie gestreckt sind, unten ankommen. Und dann trete mit den Händen so ein Stück weiter nach vorne, spreiz die Finger und jetzt beug und streck im Wechsel deine Knie. Rechts und links, nimm dein Becken in die Bewegung mit, spür die Dehnung in der ganzen Rückseite. Dann kommst du wieder zurück. Komm nach vorne mit deinem Oberkörper. Nimm ein Knie mit nach vorne. Die Hände unter den Schultern, das Knie unter dem Hüftgelenk. Und jetzt die andere Ferse nach hinten rausschieben. Jetzt spür die Dehnung wirklich in der Wade. Also die Ferse schiebt ganz weit nach hinten weg. Und diese Position ein paar Atemzüge halten. Trotzdem rausgezogen bleiben aus deinen Schultern. Die Dehnung spüren. Und wenn jetzt dein linkes Bein hinten ist, dann nimmst du deinen rechten Arm dazu und streckst ihn nach oben in Richtung Decke. Auch da wieder mit der Hand dich wegschieben, möglichst weit nach oben dich aufdrehen. Dehnung in der ganzen Spirallinie wahrnehmen, also um den Körper herum aufdrehen, so weit wie möglich. Komm wieder zurück zur Mitte. Nimm das Ganze auch
mit der anderen Seite oder starte das Ganze mit der anderen Seite. Zuerst die Ferse nach hinten schieben, ganz bewusst. Dehnung Wade. Denk nochmal daran, das Knie zu strecken. Und dann den gegenüberliegenden Arm gleich nach oben in Richtung Decke. Nase ein, Mund ausatmen. Und dann langsam wieder zurückkommen und das Bein, das jetzt hinten ist, nach vorne holen. So, dass dein Knie überhalb der Ferse ist, dein Oberschenkel hinten senkrecht zum Boden zeigt. Und jetzt kippe zuerst einmal dein Becken ein paar Mal vor, wieder zurück, lass es so ein bisschen schaukeln. Und halte dann den unteren Rand vorne. Du kannst ja auch ein Kissen unter dein Knie legen, ist fürs Knie vielleicht angenehmer. Und jetzt, wenn der untere Rand nach vorne geschoben ist, dein Po aktiv ist, dann versuchst du mit jedem Ausatmen hier ein Stück weiter nach vorne zu sinken. Das ist nicht viel, aber du solltest jetzt, siehst du jetzt nicht, hier den Hüftbeuger spüren. Den Oberschenkel vorne, der natürlich viel arbeitet, wenn wir viel gehen. Also mit jedem Ausatmen auch hier wieder ein Stück weiter. Proaktiv. Und dann ganz langsam hinter deine Kniescheibe die Hände stützt du am Boden auf, am besten die Fingerspitzen mal nach hinten drehen und jetzt versuch dein vorderes Bein möglichst lang werden zu lassen. Lass ruhig den Fuß gestreckt, also lang. Dehn auch gleich deine Unterarme, indem du die Fingerspitzen nach hinten aufdrehst. Und du darfst auch wippende Bewegungen machen. Spür die Rückseite, Oberschenkel. Auch hier wieder ein paar Atemzüge halten. Und dann langsam wieder nach vorne und die Seite gleich wechseln. Also Bein zurück, anderes Bein nach vorne, richte dich auf, Knie über der Ferse, Knie unter der Hüfte, das Becken kurz mal vor und zurück, wippen lassen und dann halte den unteren Rand vorne und mit jedem Ausatmen lässt du dich jetzt da weiter nach vorne sinken. Aufrecht bleiben. Merkst du? Gut. Und dann ganz langsam wieder
zurückkommen, hinter die Kniescheibe, die Hände mit den Fingerspitzen nach hinten, das Bein lang werden lassen und die Dehnung in der Rückseite wahrnehmen. Mit jedem Ausatmen etwas mehr in die Dehnung hineinschmelzen sozusagen. Und dann langsam wieder nach vorne kommen. Setz dich jetzt einmal hin. Fass deine Oberschenkel und roll dich gleich nach unten ab. Zieh rück deine Knie mit dir ran und was immer ganz angenehm ist, entweder den Kopf auf ein Kissen legen, das ist angenehmer. Und was immer ganz angenehm ist, ist den unteren Rücken aufzudehnen, indem du jetzt das Becken hebst und senkst. Der untere Rücken hält den Rumpf den ganzen Tag und ist dann oft so ein bisschen beleidigt, wenn wir den ganzen Tag auf den Beinen sind zum Beispiel oder auch viel sitzen. Nimm deine Unterschenkel senkrecht zur Decke und jetzt die Knie etwas nach außen ziehen und an den Oberschenkeln ziehst du jetzt deine Knie Richtung Boden, Fußspitzen anziehen, den Hüftbeuger nochmal hier. Entweder so oder sogar deine Füße außen fassen. Becken bleibt am Boden und die Knie mit jedem Ausatmen weiter in Richtung Boden sinken lassen. Langsam wieder schließen, ein Bein aufstellen, das andere Bein bleibt hier und jetzt streck das Bein, heb deinen Kopf an und häng dich in deinen Unterschenkel hinein. Lass wirklich den Nacken entspannen und spür die Dehnung in der Rückseite. Lass dich hier hängen. Versuch dein Bein lang werden zu lassen. Dehn auch deinen Rücken auf. Dann langsam beugen, abrollen, andere Seite. Das andere Bein jetzt anziehen, Unterschenkel fassen, Kopf heben, Bein strecken und so richtig in das Bein reinhängen. Und dann ganz langsam wieder lösen, Arme zur Seite, rechtes Fuß bleibt aufgestellt, linkes Bein ausstrecken, jetzt drück den Fuß in den Boden, heb dein Becken und leg so ein Stück nach rechts ab. Dann holst du dein Knie nach oben
und lässt es jetzt einfach so auf die linke Seite kippen. Lass die Schultern am Boden und entscheide für dich, wie hoch du das Knie jetzt haben möchtest. Lass es mit jedem Ausatmen auch hier wieder weiter nach unten sinken. Stell dir vor, ein Faden ist am Steißbein und den Faden ziehst du nach unten zur Ferse, also den Rücken zusätzlich verlängern. Dann ausatmen, langsam lösen. Erstmal Becken wieder in die Mitte, was immer schön ist, kurz einen Moment vergleichen, wie sich die Seiten anfühlen, ist faszinierend, oder? Und dann die andere Seite aufstellen, Fuß in den Boden schieben, nach links rüber und das Knie zuerst wieder ausprobieren, ob du es höher oder tiefer möchtest. Denk an den Faden an deinem Steißbein, der lang zur Ferse zieht. Nase ein, Mund ausatmen. Und mit dem Ausatmen langsam wieder zur Mitte kommen. Fuß aufstellen, Becken in die Mitte. Und nochmal vergleichen, ob du dich wieder gleichmäßig lang anfühlst. Dann stell deine Beine jetzt etwas breiter als deine Hüfte auf und lass die Knie nach rechts und links kippen. Mobilisation nacheinander zurück. Deine Hüftgelenke. Das Knie ruhig nach unten drücken. Und genauso lässt du dich auf die Seite kippen, nimmst deinen Oberkörper auch mit, kommst über die Seite ganz langsam zum Sitzen, lass dir Zeit jetzt, locker dich nochmal durch. Komm eins weiter auf deine Knie und beweg deinen Rücken nochmal so richtig schön in alle möglichen Richtungen. Dann zieh den Bauchnabel zum Boden, den Blick nach vorne, die Hände ein kleines Stück weiter nach vorne setzen, Fußspitzen aufstellen, Steißbein zur Decke. Trete jetzt noch einmal mit deinen Füßen und während du so trittst, gehst du vor zu deinen Händen. Dann beug deine Knie, zieh den Bauch sanft nach innen und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Du kannst dich auch abstützen. Ist vielleicht angenehmer. Komm zum Stehen. Bleib nochmal ganz aufgerichtet stehen. Lass locker. Atme ein. Arme nach oben. Mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk fassen. Rechtes Bein mit der Außenkante hinten kreuzen und dann ziehst du die ganze Seite in die Länge. Und auch da noch mal ein paar Atemzüge bleiben.
Achsel, dann die Seite und rechte Hand fasst das linke Handgelenk. Hinten kreuzen und dich ganz weit zur Seite ziehen. Atmen. Dann langsam wieder auflösen. Und jetzt, ich zeige es dir von hinten. Knie beugen. Linke Hand fasst dein rechtes Handgelenk. Zieh's hier nach links und lass den Kopf auf die linke Seite kippen. Ich komme zu dir. Ich mach spiegelbildlich mit. Dehn den Nacken. Zieh die Schulter bewusst nach unten. Löse auf, wechsel die Seite. Ziehen, Ohr Richtung Schulter. Nacken tief ziehen. Und nochmal wieder auflösen. Locker lassen. Lass den Kopf nach vorne hängen. Gerne auch mit den Händen ganz leicht nach vorne ziehen. Spüre die Nackenmuskulatur. Dann richte dich auf. Fass die Hände hinten. Heb nochmal dein Brustbein. Oh, Blick nach oben. Heb die Arme. Spür die Dehnung in der Brustmuskulatur. Da verkürzen wir oft. Wenn wir nach vorne gebeugt gehen zum Beispiel, locker dich aus, lass die Arme schwingen. Das ist immer eine wunderschöne Übung, auch eigentlich ein schönes Aufwärmtraining vor dem Wandern. Mal so ein paar Armschwünge, die Brustwirbelsäule durchmobilisieren. Dann beide Arme zur Decke strecken. Langziehen, ich hoffe, es hat dir gut getan. Mich interessiert es natürlich. Gern unten reinschreiben in die Kommentare. Gefällt mir drücken, wenn es dir gefallen hat. Jetzt öffne deine Arme, heb dein Brustbein und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du gerne mal in die Playlist Stretching gehen auf meinem YouTube-Kanal. Aktiv Entspannung heißt die. Aktiv Entspannung, Resilienz, Atmung. Mal reinschauen oder du gibst Stretching Gabi Fastner in die Suchzeile von YouTube ein, dann findest du natürlich auch viele Videos. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank, auch vielen, vielen Dank an dieses bereits tun. Den Link findest du in der Beschreibung unten, deine Unterstützung. Klick drauf und wähl dann aus, mit wie vielem Monat du das gern machen möchtest. Und klar freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!